Genau diese Ignoranz und diese Arroganz ist, genau, und Alkohol am Arbeitsplatz, das ist das andere Thema. Elisabeth, schau, schau, was er macht. Das ist verboten, ist strikt verboten und das weißt du auch. Und das hat auch seine Berechtigung. Das ist nämlich wie ein Schlag ins Gesicht von unseren muslimischen Kollegen und Kolleginnen. Pass auf, was? Wenn die aufhören, hier am Arbeitsplatz zu beten, höre ich auf, hier zu saufen, okay? Sick.